Er ist ja gar nicht Japan. Buh. Wusstet ihr schon, dass es in der Wüste bei Schloss Zeras eine Stadt gibt, in der die Leute eine Witzfigur huldigen? Eine Witzfigur. Nein, jetzt ehrlich, die Figur ist echt winzig. Und ist witzig. Ja. Ihr Gott sieht aus wie ein echtes Waschweib. Welchen Gott beten Sie denn an? Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle sieht er wirklich extrem dumm aus. So. Wahrscheinlich beten sie dich an. Gegeben. Ah, auch hier wird dunkle Schatten gelesen. Ein wahrer Klassiker. Ich kenne dunkle Schatten nicht. Ist das aber ein Epic Maker Spiel? Oh Gott, muss ich mir mal angucken. Nee, jetzt ehrlich, ich kenne das wirklich nicht. Also, wenn es ein Epic Maker Spiel ist, dann gehöre ich wahrscheinlich geschlagen, wenn es gut ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, Waffen- und Rüstungsladen. Sehr geil. Hallo. Jede Menge mögliche Arten von Waffen. Hier steht beispielsweise drin, dass viele gute Waffen aus dem Edelmetall Eldium gefertigt werden. Cool. Sehr nice. Mein Schwert! Klaut! Klaut! Warum klaut er nicht, Mann? Alter. Junge, yo. Hallo? Oh, klau! Klau doch! Mann! Warum will er nicht klauen? Jodelierer. Guten Tag! Was möchtet ihr kaufen? Das und das und Holzstab? Ein knorriger Stab, was heißt? Geil! Kriegen wir etwa mehrere Partymitglieder? Wäre schon cool. Ein einfaches Schild aus Tierleder. Zwei Abwehr. Einmal kaufen. Stoffrüstung. Zweimal kaufen. Oh, mehr hast du nicht. Pah. Kommt mal wieder! Okay. Guten Tag! Verkaufen? Was haben wir denn so Schönes, das man verkaufen kann? Entzündet alle Gegner, geil. Kuriert Rasen, sollte im Kampf verwendet werden. Ah, das brauchen wir noch. Eine einfache Dietrich zum Öffnen von Schlössern. Rastiger Schwert. Verkaufen. Ah, je. Yeah. Mehr scheinen wir nicht. Nein. Wir haben nicht mehr. Komm bald wieder, ja, bla bla bla. Ja, wir sollten auf Ausrüstung gehen, wenn wir irgendwas haben wollen. Ah. Guck mal, wie geschützt wir jetzt sind. Geil. Warum ist Elena nicht immer so schwach? Intelligenz. 38. Ja! Elena kann man sicher wieder reinhauen mit ihren Zaubern. Also, allein schon der Feuerzauber. Ja, das wollte ich nicht ansprechen. Allein schon ihr Zauber, ihr Mehrfachtreffer mit Feuer, Flammenregen oder wie er heißt. Der ist mega geil. Oh. Frau mit Rock. Malix, du hörst echt geschlagen. Hey, ich kann dich ja noch gar nicht. Wir sind ja auch neu hier. Na, solange ihr euch von Stan fernhaltet, könnt ihr eine echt schöne Fakte. Das steht da gar nicht. Eine schöne Zeit mit Silvers haben. Stan ist doch. Das wurde euch doch gerade schon erzählt. Besser, ihr wisst es nicht. Er ist durchgeknallt. Wo finden wir diesen Stan? Nein, ich werde es nicht sagen. Er soll ihn doch nicht konzentrieren. Okay, 50 Kilo. Deine Haare sind hübsch. Also, nein, ich bin ich noch nicht. Ach, Oberflächen, Kompliment. Nein, kann ich sparen. Blöde Kuh. Wir finden Stan so oder so. Ich weiß, wo der Dieb ist. Ah, ne, hier. Ey! Blöder Penis! Verdammt, was war das? Erwischt, würde ich mal sagen. Los in der Höhe! Wo ist der lang? Sicherlich aus der Stadt raus, nicht hinterher. Nein, machen wir noch nicht. Wir brauchen dafür nämlich noch unsere Sonnenmette. Eine Katze! Nein, ein Hund. Okay, es ist ein Hund. Hallo, schau das ruhig an. Hi, Balsam. Kranke Ewigkeit. Wie viel haben wir davon? 16. Okay, vorkommen wir noch 4. Verluchttrank, teleportiert in die Nähe von Asgards Schloss. Geil, kaufen wir mal einmal. Ey, da müssen wir nicht mehr Zuflucht benutzen. Cool. Das hätte er ruhig in VD1 einbauen können. Weil in VD2 brauchen wir das ja nicht. Wir kriegen einfach Kohle dazu, glaube ich, oder? Weiß er nicht. Sonnenschutzmatte hier. Bam. Na, kommt mal wieder. Nein. Aus dem Weg, Mann. Blöder Hund. Okay, wir haben unsere Schon-Schon-Schmantel. Wir haben unsere Schon-Schon-Schmantel. Ich kann kein Deutsch.
leere Flasche halten. Was sollen wir mit einer leeren Flasche? Was bringt uns diese? Und uns diese? Ding, 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 ding. Hallo? Oh, eine Katze! Miau! Sehr geil. Ein Mann mit grünen Haaren. Wir haben dich eingesperrt. Du kommst nicht mehr raus. Hallo? Hallo? Dann wirst du in einer furchtbaren Zeit leben, Inon. Das klingt aber nicht gut. Das kann man wohl sagen. Meine Arme schaffen manchmal nachts. Eins nach dem anderen. Diebstahl? Ich fürchte es. Ich befürchte es. Diese verfluchten Diebe! Ich hasse sie. Sollen wir uns vielleicht mal bei weiter umschauen? Das werdet ihr für mich tun? Eigentlich nicht, nein. Doch, na klar. Also meine Schafe befinden sich auf einer Weitergeld. Da ist nachts, man sehr leicht. Jede Nacht verschwindet eines. Doch wenn ich meinen Schäfer hier oben wachen schieben lasse, passiert dann gar nichts. Aber aus hier will hier niemand diesen Job machen. Kann auch nicht Tag und Tag arbeiten. Da das Ganze nur bei Nacht passiert, schätze ich mal, dass es sich um eine Leben der Diebe handelt. Ich wäre froh, wenn ihr diese Sache aufklären könntet. Wir schauen uns das besser. Uns dann besser mal auf der Weide um. Oder so. Ich kann kein Deutsch. Hatte gebe ich aber die Zucht von Schafen. Cool. So was für Roma. Der züchtet doch auch Bäumchen. Mit seinem eigenen Dom. Oh, da geht's runter. Das ist ja kein. Ah, sie hat rote Haare. Cool. Was ist das? Krankheitsthema halten. Cool. War gar nicht geplant, aber ist okay. Was ist das? Okay, du hast nichts. Nimm mir Stimmbücher mit dem Titel wie Der vertuschte Mord. Wie man anderen ein kurzes Leben bestellt oder die kleine Giftmischer. Da hat mir jemand etwas vor. Aha! Erwischt! Sag mal, könnte Stan genauso wenig leiden wie wir? Willst du ihn deswegen töten? Stan? Diesen dummen Sack. Diesen dummen Sackverkäufer. Nein, diesen dummen Sackverkäufer. Er hat sein Geschäft südlich von dir. Was hast du denn gegen ihn? Er ist verrückt! Unterstellig! Und einfach jemand, der man nicht leiden kann. Er nervt. Ach, so schlimm ist er doch noch nicht. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr bestehlt ihn und bringt mir sein Geld. Wenn er pleite ist, muss er sein Geschäft bald zu machen und verschwindet dann hoffentlich. Nein. Der Kerl ist aber nicht anders verdient. Du willst ihn töten. Das sieht man doch schon an den Büchern. Blöde Kuh. Ach, die Musik ist echt geil. Ohne Musik wäre das Spiel so langweilig. Hallo, wer bist du denn? Ey, bestell. Lauf nicht weg. Oh, wir kommen sehen, das Fremde. Ich hoffe, wir gehen jetzt unsere entspannte, was? Entspannte Lebensweise. Ja, ziemlich nett hier. Wir haben kein Problem mit Liebe. Wäre das Leben hier wirklich perfekt? Liebe? Ja, leider gibt es hier ab und an kleinere Diebstähle. Bisher konnte noch niemand den Dieb überführen. Ich will. Ich trinke mal kurz was. Das habe ich jetzt nötig. Ja, aber du redest doch gerade mit uns. Ich will trotzdem was trinken. Mein Mund ist trocken, meine Freunde. Ich bringe ihn gleich um. Asgard, ich dachte, du hast dich verändert. Hab ich auch! Aber der Typ bringt mich auf. Er will einfach was trinken. Das ist nicht cool. So. Ha, jetzt bin ich wieder bereit. Okay. Aber zum Glück sind es nur die kleinen Dinge, die gestohlen werden. Ein wenig Fehler hier, ein paar Haltricke dort. Aber es summiert sich halt. Wenn wir den Dieb finden, werden wir ihn schon zur rechten Dabadam ziehen. Na, viel Glück bei der Suche, auch wenn ich dich gerade nicht verstanden habe. Ja, was? Wo sollen wir jetzt hingehen? Nach Süden? Nach Süden? Okay, wir gehen nach Süden. Ich liebe euch. Da vorne ist der verdammte Dieb! Hinterher! Gehen Sie, erwischen wir. Langsam, oder sammelt ihr seid mir auf. Verdammt, dann kommt der. Ausrüsten! Sonnenschutzmantel! Ausrüsten! Sonnenschutzmantel! Ausrüsten! Sonnenschutzmantel! Oh nein! Hinterher! Gleich kommen wir! Warum gibt ihr eigentlich Befehle? Oh! Was? Greifen wir uns an? Hallo? Hallo? Nein? Nein, scheint nicht. Gibt es irgendwelche Truhen oder sowas? Ich meine, er ist ja in die Höhle rein, woanders hin ist er ja nicht. Also kann er uns nicht entkommen! Es sei denn, die Höhle führt irgendwo anders raus, aber das wird zweifelig. Oh, eine Rose, hallo? Nein, das war keine Rose, aber das ist mir egal. Oh, das ist eine Rose! Nein, das ist die gleiche. Ich scheint keine Truhen oder was zu geben, wie bei VD1.
Also wenn es um so ein Entdecken geht, ist VD1 bis... Wo wäre das Lied im Hintergrund? Ein echt geiler Beat. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Hallo, Tattoo Schreit, nee, der sonst kam der. Und wie ist die Musik wirklich neu? Oh, eine Truhe, hallo. Naja. Speicherstein, geil! Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? 3! Gut. Sehr gut. Wo ist er hin? Ich weiß es. Da ist er! Tada! Wie geht das mit der anderen Richtung? Was? Wie ist er da hingekommen? Hä? Wo ist er hin? Na scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. Wie ist er da unten hingekommen? Der cheatet. Da ist er! Da war ich schon wieder. Mhm, gut erkannt. Die Musik ist irgendwie episch. Ich weiß, dass er da Link ist. Link? Ich weiß, dass er Link ist. Wo rennt er denn nur hin? Sieht euch gerade nach raus, als würde er eine bestimmte Route befolgen. Das bezweifle ich auch. Ma, Junge! Bleib stehen, Baba! Wenn wir nur irgendwie den Abweg abschneiden können, dann Was ist das? Ein riesiger Schlag! Hallo? Oh, der ist. Haben wir dich! Nein! Da war eine gute Ein. Das war eine Charakter. Die lässt sich sicher irgendwie öffnen. Ich bring ihn an! Ganz ruhig, Asuka. Wir kriegen ihn noch. Okay, Kati, du weißt jetzt, wie man hier weiterkommt. Seht ihr irgendwas? Hier unten ist irgendwas, eine kleine Eingebung. Zu klein, um meine Finger reinzubekommen. Asuka! Tut mir leid. Na toll, jetzt können wir auch noch nachher versuchen, dass da reinpassen könnte. Ich wüsste schon was. Nicht wahr, Asuka? Ja, was? Moment. Ey, ich verstehe deine Anspielung. Ich bring dich um. Das glaube ich nicht. Selbst wenn wir eine Art Stock oder so finden würden, heißt das noch lange nicht, dass das die Garantie öffnen wird. Was sollen wir denn? Oh, was? Oh mein Gott, Werner! Du hast gerade so eine weibliche Stimme. Ja, das passiert mir öfters. Was sollen wir denn deiner Meinung nach sonst machen? Dann hast du aber schön auch schon nach einem Schmalstock oder etwas ähnlichem. Ich wüsste da immer noch was. Ich bringe dich um. Okay, wir müssen uns einfach suchen. Es gibt wenigstens keine random Encounter hier. Also keine random Kämpfe. Das ist sehr schön. Piep, 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 piep. Ich bin im Kreis gelaufen. Sehr schön. Das ist scheiße. Die Musik ist irgendwie cool. Smalex, gute Arbeit. Oh, eine Treppe. Geil. Wo geht's denn hin? Zu einem Loch. Cool. Oh, wow. Atemberaubend. Oh, ein Stein. Hier gibt's echt nichts. Ich kann es aber mit dem Dietrich versuchen. Vielleicht passiert da noch was. Wer weiß. Boah, eine Truhe, hallo. Speicherstein, sehr gut. Sind in den grauen Truhen aber nur Speichersteine? Sind in den grauen Truhen, aber ich kann kein Englisch. Deutsch. Ich kann auch kein Englisch. Ich kann beides nicht. Hallo. Na, sorry, hier liegt ein geeigneter Stock. Langer Stock. Also hätten wir ruhig den kurzen Stock von Asuka nehmen können. Ah, ich bring nicht an! Das hast du mir schon so oft angedroht. Du machst es eh nicht. Oh, Penis. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Wo bin ich? Ich glaube, ich habe mich verlaufen, oder? Ah nein, hier bin ich. Okay, komm. Wo war er jetzt? Scheiße, wo ist er hin? Hier unten? Nein, hier rechts war er. Genau. Ich weiß es noch. Ich bin klug. Ich bin K-L-O-K. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Wo ist er nochmal rein? Ach, da unten, genau. Hallo? Okay, probieren wir es mal. Perfekt, ganz hinten rein, gehen wir mal einen Schalter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Bestimmt schon eine halbe Stunde.
Deshalb! Deshalb würde ich sagen, beende ich den Part ab hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt, dann war es Tor 2 auf der Suche nach dem Dieb. Oder besser gesagt, auf der Jagd nach dem Dieb. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Tierfleisch. Reingehangen.